zu Anti-Gravity Wall Labs. Und es wird, glaub, ein wandiges Rennen. Und es sieht schon mal cool aus. Oder ich habe irgendwie Angst davor schon. So, dann schauen wir mal, was das ist. Ja, sowas ähnliches habe ich schon mal gemacht, aber das ist wohl ein bisschen ummodelliert, dass man oben nicht rausfallen kann und dass man hier einfach im Kreis fährt. Ja gut, hab ich gesagt, dass es schwer ist? Wie viele Checkpoints sind das? 13 Checkpoints und ich habe 3 Runden. Mir wird schwindelig. Und wie geht's euch so? Was habt ihr heute so getrieben? Schönes Wetter heute oder so. Oh, ich habe einen Fehler gemacht und hängt trotzdem noch an der Wand. Geil. Oh, ich bin mal runtergefallen. Cool. Wow, jetzt bin ich wieder drauf. Das ist ein Ego. Ach du Scheiße! Ich sehe gar nichts. What the fuck? Wo bin ich? Bin ich jetzt eher oben oder eher unten? Hä? Lol. Runde 3. Hä? In welche Richtung muss ich? Ich bin verwirrt. Ah. Ja, in die Richtung. Perfekt. Das sieht voll schwer aus, ein Ego. Ah, das ist auch voll schwer, ein Ego. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wenn jemand weiß, wie man die Handschuhe in GTA auszieht, sagt bitte Bescheid, weil ich krieg die irgendwie nicht mehr aus. Ich weiß es nicht. Alter, komm schon. Huch. Boah, Alter, in Ego krieg ich voll die Kopfschmerzen. Ah. Nein, jetzt habe ich hier verkackt. Ja, geilo. Muss spawn nicht. Geil. Genau nach. Ne, ehrlich jetzt. Zwei Checkpoints vom Ziel verkacke ich's nochmal. Geil. Also es ist eine coole Idee. Ich muss aber hier kritisieren, dass da oben einfach die Container stehen und man nicht die Chance hat rauszufliegen. Ist leichter, aber es soll ja irgendwo eine Herausforderung geben. Also gibt es für dieses Rennen auch eine 3. Ich bin schwer beim Bewerten. Also gibt es da eine 3. Es ist cool gemacht. Coole Idee. Gab es doch schon mal. Und sieht auch cool aus. Aber nee. Irgendwas fehlt mir. Das war's dann für heute. Mal wieder nach kurzer Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Oder morgen, eher gesagt. Ciao, ciao.